Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß jetzt, warum ich die Nachricht von Sokolov noch nicht bekommen habe. Mir ist das jetzt glasklar. Weil ich ein Pfosten bin. Zum einen werde ich hier noch ganz kurz darüber gehen. So, das machen wir kaputt. Ja, das können wir hier auch mal rein. Das ist nämlich, dieser Teil des Instituts steht schon eine ganze Weile leer. Jo, hier waren wir nämlich noch überhaupt nicht. Vielleicht gibt es hier was Gescheites für uns. Irgendwas Gescheites. Außer Rattis, die sich jetzt freuen werden, dass sie nicht raus dürfen. Endlich mal auf Futtersuche gehen können. So. Ein paar hübsche Blümchen. Ansonsten ist da nichts, oder wie? Keine Münze? Gar nichts? Echt? Da ein Beutel. Ein leichter Beutel mit 10 Goldmünzen. Yeah. Was haben wir da? Da ist auch nichts. Nix. Da unten, da oben, da drüben. Na. Nix. Einfach nix. Eine verfaulte Dings. Birne. Na, die kann er behalten. Was haben wir hier? Eine Münze. Moment, bitte. Entschuldigung vielmals, da musste ich mal niesen. So. Lalala. Nicht vergessen, die Hintertür ist nur für Schichtwechsel und Wachturmoperationen zu nutzen. Jo, freut mich. Wir nehmen die Münzen jetzt mal alles schön brav mit. Weil hier waren wir definitiv noch nicht. So, nein. No. Da waren wir nicht. So, hallo. Getrockneter Blutfliegenpanzer. Den nehmen wir auch gern mit. Das ist ein bisschen was wert. Ansonsten gibt es hier wieder irgendwo so ein Schriftstück am Boden. Weil ich habe ja einige übersehen. Ich war hier schon mal. Ich habe hier schon mal aufgenommen. Vor ein paar Tagen. Und habe das ganze Aufnahmematerial, sag ich mal, wieder verworfen, weil ich jetzt eigentlich draufgekommen bin, was ich falsch gemacht habe. Obwohl ich mir echt sicher war, dass ich dieses Gerät benutzt habe. Ein Audiograph ist nämlich der Schlüssel zu unserem Ziel. Ich war mir so sicher, dass ich den benutzt habe, habe ich aber nicht. Denn sonst wären wir weitergekommen. Jo. Also, böse Zocki wieder mal. So, wo geht's hier? Komme ich hier am besten hin? Räusperle. Haben wir hier auch irgendwas? Ah ja, richtig. Da müssen wir auch mal her. Weil da ist was Tolles versteckt. Richtig. So, zum einen haben wir hier irgendwo ein Briefelein. Da. Dressurkombination. Mache von Dr. Hypatius ungewöhnlichen Patienten. Entschuldigung, manche. Manche von Dr. Hypatius ungewöhnlichen Patienten tragen Gegenstände bei sich, die schwer zu klassifizieren sind. Ich habe sie daher im Bürotresor eingeschlossen, neben dem Haupteingang. Die Kombination lautet 940. Jawohl, 940. 940, 940, 940 und eine 0. Wer ist es nicht, der geht so auf. Da haben wir nämlich eine Säbel-Schnäbel-Feder. So. Säbel-Schnäbel-Feder. Und ein paar Münzilis. Yeah. Kachinga, Kachinga. Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht alle finden werde. Alle Münzen. Und alle Gegenstände. Also, da ist sicher irgendwo bestimmt hundertprozentig was liegen geblieben. Da haben wir den Tresor liegen. Liegt hier noch irgendwas versteckt? Eine Münze oder so? Nope. Dann machen wir den hier. Also. La. 9. Na toll. Kann man den nicht nach unten drehen? 4 und die schöne 0. Bam. Sehr gut. Was haben wir denn da? Kupferdraht nehmen wir gerne mit. Und Kampfbetäubungsbolzenformel nehmen wir auch gerne mit. Und einen Silberbarren. Muah. Dann haben wir da noch eine Säbelschnäbelfeder. Haben wir Münzis? Münzis oder ein Bildelein?
Die wertvollen Bilder sind immer Porträts, oder? Von irgendjemandem. Da gehe ich schon richtig davon aus, nehme ich mal an. Da ist nichts. Ach, du Heilige. Für das Kronenmeuchlers, kein Zweifel. Ja. Wie schaut's denn da aus? Brief an Leutnant Valinte? Valiant? Valiant? Keine Ahnung. Mein Herz, ich kann nicht vergessen, was du mir erzählt hast. Wenn es wahr ist, was du gesehen hast, ich vertraue dir. Aber ich will es einfach nicht glauben. Ich weiß, Herzog Luca ist ein abscheulicher Mistkerl und Mensch. Aber dass er diese Bestie für seine politischen Intrigen missbrauchen soll, bitte, ich flehe dich an, du nichts... Du überhaupt nichts Unüberlegtes, hörst du? Ich weiß, dass du aus der Garde austreten willst, aber ich fürchte um dein Leben, solange du im Eddermeier bist. Schick den Brief nicht ab und sprich mit niemandem, bis du zurück bist. Und zwar mit klarem Kopf darüber reden kannst. Bis du zurück bist und wir mit klarem Kopf darüber geredet haben, Herrschaftszeiten. So, bitte, sei vorsichtig. Ich warte auf deine Antwort, deine Mathilda. Ja, da kannst du lange warten, denn dein Geliebter ist leider über den Jordan spaziert. Unfreiwillig. Boah. Scher hat sie den Kopf gegessen. Uah, wie graust. So, haben wir da noch irgendwas? Da geht's mal auf. Mäuschen kommen schon wieder. Ich habe leider keinen Käse oder keinen Speck für euch. Tut mir leid. Meine Mäuse kriegen das aber nicht. Meine Mäuschen kriegen ihre Mehlwürmchen. Und die naschen sie so gerne. Die lieben die Mehlwürmchen. Aber ich weiß, ich mache da ein Verbrechen eigentlich. Aber keine Lebendverfütterung. Ich schaffe das nicht. Ich habe schon getrocknete Mehlwürmchen. Also... Sie versprechen, dass sie schon getrocknet sind. Ich hoffe, dass es auch so stimmt. Und die bekommen sie alle zwei bis drei Tage. Weil manchmal erwische ich nicht alle und ich möchte aber gerne sie dann verfüttern, wenn alle drei da sind. Damit jede von ihnen, also meine drei Mäuschen halt, ne? Damit jede von meinen Mädels wirklich brav und fix eine bekommt. So. Wenn ich nämlich einfach so drei reingebe, weiß ich ganz genau. Ich weiß das ganz genau. Wer schnell genug sein wird, um alle drei zu verspeisen. Nehme ich meine Bianca. Die ist so eine Naschmaus. Ja. Naschkatze kann ich nicht sagen, das passt gerade nicht. Aber die nascht für ihr Leben gern. Und wenn ich da nicht aufpasse, weil das ist mir nämlich die vielen, vielen Male davor passiert, dass die einfach mal. Ja, den anderen, die Mehlwürmchen weggefressen hat, dann geht sie halt auf wie ein Germknödel. So, ich muss mich beeilen ein bisschen. Das Zeug hauen wir mal weg. Hui! Hui, es brennt! So, das hauen wir weg. Dann, so, nächste Station. Nächste Station. Was? Da ist noch wer? Hör auf! Der was schläft, oder? Der soll doch schlafen bleiben. Ich hoffe, der... Was? Jetzt einfach mal. Und der Kerl hier tut mir halt auch leid, ne? Was haben wir denn da? Die arme Sau. Bäh. Können wir jetzt wieder normal gehen? Ich hoffe. So. Und zwar, hier unten ist dieser böse, fiese, miese
Audiograph, den ich nämlich total übersehen habe. Und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie mir das passieren konnte. Heureka, nämlich der da. Aufgepasst. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh, der ihn zerbricht und ihm all seine Geheimnisse entlockt. Wer weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für Sie wieder hervorzutreten. Zeit zu spielen. Wir benötigen Ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach Dunwall reisen, da Ichabod Boyle als Nächster auf der Liste steht. Beeilen Sie sich und lassen Sie es unschön werden. Geben Sie den Zeitungen was zum Schreiben und den Leuten Nahrung für ihre Albträume. Jawohl, das hat sie super gemacht. Besser hätte sie den Auftrag nie erfüllen können. So, wir schleichen uns wortwörtlich zum Hamilton. Denn der Kerl hat nämlich auch noch ein Dings für uns. Ein Rezept, also so ein Bauplan. Da ist, glaube ich, auch irgendwas gewesen, oder? War ich hier brav und habe alles mitgenommen? Ich hoffe doch. Okay, das bringt sie gar nichts. Badesalz. Eine 5er Münze. Und noch eine. Oh je. Da war die Zocki nicht brav. Mm-mm. Ich bin so erleichtert, dass wir jetzt endlich weg können mal. Ich dachte, ich werde hier nie mehr fertig. Ich war schon so verzweifelt. Ja, wirklich, ehrlich, ich schwöre. Das war nicht toll. Nein. So, wir müssen Dr. Hypatia's Büro. Wo ist denn das? Und welches Stockwerk waren das schnell? Noch eins höher? Im 4. war gleich. Alter! Na, das sind die privaten Bereiche. Dr. Hypatia's Büro. Genau, da wollte ich auch noch her. Da habe ich ein paar Sachen nicht gelesen, glaube ich. Dr. Hypatia's Notizbuch zum Beispiel. Ich muss Hauptmann Ramirez fragen, ob der Großpalast auf meinen Brief geantwortet hat. Der Großpalast. Tatsächlich, ja, Großpalast, das sagt man so. Ja. Die Verbesserung der Eddermeier-Tinktur hat absolute Priorität. Aber ich möchte wieder zu meinen Patienten. Sie brauchen mich. Habe ich dem Hauptmann meinen Brief überhaupt gegeben? Naja, vielleicht schreibe ich lieber noch ein. Ja, genau, das kann nicht schaden. Wenn ich die Zeit finde, werde ich eine Dosis Woodworth-Pulver für Leutnant Valint, denk so, zubereiten. Er hat mir eine seltsame Theorie erzählt. Er schien mindestens eine Woche lang nicht mehr geschlafen zu haben. Er war voller Angst und krankhaft misstrauisch. Er könnte für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Ich habe eine Beschwerde über den armen alten Hamilton gehört. Scheinbar verbringt er seine Nächte damit, durch das Institut zu streifen und dabei von schrecklichen Dingen zu faseln, die nur er sehen kann. Er vermisst sicher die Tage, als wir hier den Menschen noch wirklich geholfen haben. So wie ich es tue. Jedenfalls würde unser treuer Hausmeister keine Fliege etwas zuleide tun. In diesen Tagen scheinen irgendwie alle am Rande des Wahnsinns zu stehen. Ich wollte sagen, am Rad drehen. Es ist ziemlich dasselbe. Naja. Ich wünschte, ich könnte mit Vasco darüber reden, aber ich habe ihn jetzt schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Geht er mir etwa aus dem Weg? Ich hoffe, ich habe seine Gefühle nicht verletzt, als ich ihm sagte, dass ich etwas Freiraum bräuchte. Na, du hast ihn eigentlich, glaube ich, gehäutet, kann man so sagen, irgendwie, ne? Und dann umgebracht. Brief eines Journalisten. Leitende Alchemistin Alexandria Hypatia. Ich schreibe Ihnen, da ich Sie dank eines neuen herzoglichen Erlasses, die derzeit wie Regen auf die Stadt herabprasselt, nicht persönlich sehen darf. Aber ich komme gleich zum Punkt. Welche Fortschritte haben Sie mit dem letzten Erregerstamm des Blutfliegenfiebers erzielt?
Gibt es Hoffnung auf eine verbesserte Form der Eddermeier-Tinktur? Ich rede von einem Heilmittel, das das Fieber kurieren könnte, statt nur dessen Symptome zu verzögern. War eines Ihrer Heilmittel wirksam? Falls ja, wann wird es den Menschen zur Verfügung stehen? Wie Sie wissen müssen, gehen unsere Elixiervorräte zur Neige und die Menschen müssen sich immer öfter an den Schwarzmarkt wenden, um sie zu schockierenden Preisen zu erstehen. Was sagen Sie zu dieser Situation? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Ren Mencini? Das ist irgendwie, ne? Kanaka Anzeiger. Jo, perfekt. Nehmen wir auch mit, da war ich ja auch geschlampert ohne Ende. Pfui Zocki. Böse Zocki. Böse, böse, böse Zocki. Ein Stempel. Ich werde auf jeden Fall Gesetze umschreiben. Keine Störenfriede mehr. Ja, das wäre mal ein Anfang. Doctor of Medicine. Doktor der Medizin. Ja, Alexandria Hebesha. Bravo. Gratuliere, meine Gute. So, habe ich den? Ich bin schon so unsicher. Die Anfälle werden schlimmer und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Oh, die Arme. Die arme Frau, echt. So, wir müssten hier, glaube ich, fertig sein. Gut, next one. Muss ich wieder ein bisschen runter? Ich bin total durcheinander. Also ich mache das durcheinander so. Ich bin immer durcheinander, das ist eh nichts Neues. So, wir müssen noch ein Stück runter. Wir müssen zu dem guten Hamilton. Hier nehme ich noch die Münzen mit. Die habe ich nämlich sauberst vergessen. Beim letzten Male. So, irgendwo hier. Ah, ich glaube, das war eh schon da. Ist der gute Hamilton drinnen. So, den habe ich nämlich auch sauberst übersehen. War aber hier. So, was haben wir dafür ein Gerät? Auch so ein Audiograph. Der macht was? Ah, der macht Musik. Ein Radio quasi. So in der Art. Gut, das haben wir mit. Mit. So, haben wir da oben noch irgendwas auf dem Regal? Schaut nicht so aus. Irgendwas, ein Zettel, der noch gelesen werden möchte. Auch nicht wirklich. Dann gehen wir mal hier rein. Wuster. Warum? Servus, Hamilton. Sie müssen etwas wissen. Okay, mit dem Arm kann man irgendwie nicht reden. Also ich halt nicht. Du. Nö, haut nicht hin. Wahrscheinlich, weil ich hier vorbeigehatscht bin und den Arm nicht gleich geholfen habe. Das wird wahrscheinlich sein. Aber hier liegt seine Habseligkeiten, wie ein kleiner Beutel und ein Schlüssel. Ich sehe keine Gespenster. Naja, eigentlich, du hast schon recht, Schnucki. Es ist schon was passiert hier. So, hier noch rasch durchgeschaut. Ich bin nämlich auf Heil-Items aus. Da? Was? Echt? Wir sind voll? Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Voll wie ein Christbaum. Okay. Bin ich auch zufrieden? Sage ich jetzt nicht nein. Ist okidoki. So, was haben wir hier noch Feines? Eine Schreibmaschine. Eine Einkaufsliste. Erinnerung. Einkaufsliste. Vierter Tag im Monat der Erde. 1851. Vasco. Tut mir leid, dass ich Sie schon wieder rausschicke, aber ich kann ohne das Folgende nicht weitermachen. Eine große Dose feines Meersalz, gemischtes Fett, aber kein Schmalz, bitteschön. Wird nämlich viel zu schnell ranzig. Wunddestillate, Glycerin, 2 Flaschen Wacholderöl, 2 Flaschen Rosenöl.
Ich weiß, Rosenöl ist teuer, aber es ist gut gegen verschleimte Lungen, weißt du? Also, was sollen wir tun? Vielleicht irgendwann unseren eigenen Rosengarten anpflanzen? Ja, natürlich. Ich wünschte, ich könnte mich selbst darum kümmern. Alexandria Hebeisha, aber es wäre schlau, selber einen Rosengarten anzupflanzen. Der riecht erstens gut, ist sicher auch für die für die Patienten angenehm, der schöne Rosenduft. Also es hätte nur Vorteile. Da haben wir wieder einen Audiographen, habe ich sicher auch übersehen. Ich verstehe es endlich. So ist es. Es gibt etwas in Hypatia, das ihr nicht einmal bewusst ist. Es war schon immer da, in ihrem Geist. Es übernimmt sie und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen. Mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück. Aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich hab gerade... Sie sind es. Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Oi. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird. Das glaube ich nicht. Nein! Na, prima. Gott, das hätten wir auch geschafft. Dann ja. Und dann wissen wir auch, was mit dem armen Teufel passiert ist, ne? So, hier sind wir fertig. Als nächstes müssen wir wieder rauf zum Hamilton. Sein, ja, zu. Zu seinem Büro, wollte ich sagen. So, Hui, hui, hui. Und langsam. Die Falle hier haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Ja, brav. So, Sesam, öffne dich. Tada! Was haben wir denn hier Feines? Ein Küpferdreht. Den nehmen wir gerne mit. Armbrustbolzen, können wir nichts mehr damit anfangen. Und Quecksilberdampfdestillation. Ein Bauplan. Super. Super. Einen Küpferdraht. Oh, da kann man wirklich gar nichts mehr schleppen von dem Zeug. Was würde ich für ein Verhör des Herzogs geben mit der Hand in dem Ding? Oida. Ja, viel wahrscheinlich, alles. Wir würden alles geben, alles, was wir haben. Ich esse mal was. Boah, ich sollte es unterlassen, ich krieg selber schon Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Nein. Was haben wir denn da? Hamiltons Tagebuch. Dieses Mal, da bin ich sicher, habe ich etwas gesehen. Da war, nun ja, ich weiß nicht genau, was oder wer es war, aber da war etwas. Eine verhüllte Gestalt. Sie zog etwas Blutiges durch den Korridor. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Opfer noch einer der Hunde war oder eine der Wachen. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Diese Bastarde haben mich jetzt monatelang drangsaliert. Sie sagen, ich hätte den Verstand verloren und dass Dr. Hypatia mich einsperren sollte. Hauptmann Ramirez sagte, dass ich das alles in meinem Kopf abspiele und dass ich damit aufhören solle, Gerüchte zu verbreiten. Dr. Hypatia hat kaum etwas gesagt, als ich das erste Mal den halb verdauten Hund erwähnte, den ich in der Rekuperation gefunden hatte. Deckt sie jemanden? Dr. Vasco scheint mir verdächtig zu sein. Er ist jetzt schon eine Woche in der Rekuperation. Und das letzte Mal, als ich ihn sah, zapfte er dem Leichnam der Wache, die von den Blutfliegen zu Tode gestochen worden war, altes Blut ab, genau. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich weiß genau, dass das so nicht im Rezept von Dr. Hypatias Edemeyer-Tinktur steht. Wie auch immer, wenn mir niemand zuhören will, muss ich eben selbst auf Monsterjagd gehen. Ich werde ein paar Fallen stellen und nachts Wache halten. Jawohl, das werde ich machen.
bis ich weiß, was hier vor sich geht. Ja, das ist der Preis, den du dafür bezahlt hast, mein Lieber. Indem du jetzt da, ja, nicht mehr schlafen kannst und gar nichts halt, ne? Das war sehr, sehr schlau. Ja. Ein Topf. Boah. Alter, warum müsst ihr immer essen? Das ist so gemein. Da kriegst du voll Hunger. Also ehrlich, als Let's Player, ich schwöre euch, als Let's Player leidet man Höllenqualen. Ich schwöre. Man leidet hier Höllenqualen. Ich suche immer noch nach so einem Werkzeug, mit dem man Kabel durchschneiden kann. Aber das werde ich auch hier nicht finden, fürchte ich. Na gut, hier sind wir fertig. Dann gibt es jetzt noch eines, was ich machen möchte. Und zwar werden wir einen versteckten Raum finden. Den weiß ich auch schon, wo wir den herkriegen. Ja, dafür brauchen wir einen Lift. So. La, 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 la. Der Lift ist jetzt schon da. Supi. Und dann müssen wir hier ruf. Wusch da. So, und nach Möglichkeit gleich da raus. Aha, da kommen wir nicht so leicht hin. Okay. Das hier noch vorher. Und dann müsste es gehen. Jawohl. Perfekt. Jetzt holen wir... Ach, ich hätte mir das sparen können. Ich vergesse immer, dass der Lift da einen Knopf hat, wo man mit dem Lift rauffahren kann. Ich bin halt doof, was soll ich machen. So, der Lift kommt. Da haben wir da alles brav mitgenommen, was es da gegeben hätte. Gut. Ich glaube ja, ne? Müsste passen. So, und jetzt, da passt auf. Jetzt machen wir was kaputt. Zum einen den Lift machen wir hin und den Boden, der was im ersten Stock ist. Denn wir müssen in den Keller. Also einmal zack. Und... Zack! So. So macht man das. Jetzt müssen wir hier runter. So, einmal hüpfen. Und dann einfach hüpf. Wow. Hüpf. Wow. Da, wow. Nicht so schnell. Immer schön hin und her. Schwupp. 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 Schwupp, schwupp und schwupp und so und schwupp. Was? Tada! Wir haben das Fundbüro gefunden. Und zwar wortwörtlich, wir haben ein Büro gefunden. Sehr, sehr gut. Ich brauche mal so ein Licht. Und obendrein noch den Ort und den Platz der Rune, die ich schon seit, das weiß Gott, wie vielen Parts suche. Richtig. Trocken und warm. Das wäre mal was. Du sagst es. Wir Let's Player sitzen nämlich immer im Nassen. Ja, das weiß nur niemand. Unsere Füße sind immer nass. Was haben wir denn da? Vera Morris Habseligkeiten. Zweiter Tag, Monat der Saat, 1810. Gas. Anscheinend ist unser besonderer Gast Mrs. Vera Morris. Stell dir das mal vor. Die ist nämlich wahnsinnig geworden. Sie wurde auf der Beobachtungsstation eingewiesen und erhält rund alle 3 Stunden eine kalte Dusche. Buh, ich mag keine kalten Duschen. Einer der Ärzte hat erzählt, dass sie auf einer Expedition nach Bandysien vielleicht an einer unbekannten Krankheit erkrankt ist. Ja, sie ist ganz sicher erkrankt. Von der Krankheit erkrankt, verstehst? Ja. Noch eine exzentrische Aristokratin, die ein besseres Leben führen will als gewöhnliche Bürger wie wir. Das geht einmal gar nicht, Alter. Jedenfalls waren noch einige Dinge in ihrem Zimmer, die verstaue ich bei den Fundsachen im Keller, bis sie zu ihrem Mann zurückgeschickt wird. Der wird überrascht sein, dass sie jetzt ja Selbstgespräche führt und Obszönitäten in Knochenstücke ritzt. Vergiss aber bitte nicht, ihr alle Sachen zurückzugeben, wenn sie geht. Imelda. Jo. Scheinbar hat das vergessen. Da haben wir mal eine Rune. Juhu. Einen Goldebaren und Vera Morris Tagebuch. 12. Tag. Monat der größten Kälte, 1810. Mein Arzt sagt, ich sollte Tagebuch schreiben. Es wird mir gut tun, über mein Verhalten und meine Taten zu reflektieren. Er sagt, das Zeichen auf meiner Hand sei lediglich eine Tätowierung oder ein Geburtsmakel und dass es den Jungen mit schwarzen Augen nur in meinem Kopf gibt. Pah, Schwachköpfe. Ah ja. Wen haben wir da? Richtig, einen Outsider.
Ja, sie hat quasi dann wahrscheinlich ähnliche Fähigkeiten gehabt wie wir, die sie aber anscheinend in Knochenschnitzereien investiert hat, sagen wir mal so. Ich habe herausgefunden, wo der Verwalter... Ich habe herausgefunden, wo der Verwalter den Whisky aufbewahrt. Ich habe eine Flasche in mein Zimmer geschmuggelt. Das war einfach. Ich könnte bestimmt einen ganzen Wal unter meiner Jacke stopfen, die Gavotte tanzen und niemand würde es merken. Was würde mein süßer Arzt dazu sagen? Oder mein langweiliger alter Ehemann? Meine Güte, Vera, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Murmel, Murmel. Wie siehst du nur aus? Ja, alter Sack. Was? 16. Tag, Monat der Herdfeuer, 1810. Ich muss zurück nach Hause und meiner Sammlung geschnitzter Knochen. Zu meiner Sammlung geschnitzter Knochen. Sie sind so schön. Ich habe sie den ganzen Weg von Bandysien mitgenommen. Wie warm sie sich in meiner Hand anfühlen. Sie haben Macht. Etwas, dessen Beherrschung ich erlernen könnte. Deshalb versuche ich wieder eine richtige Lady zu sein, wenn ich mich bis Ende der Herdfeuer benehme. Zu sein. Mit sauberen Nägeln. Ich habe mich gerade in der Zeile vertan. Entschuldigung. Also nochmal. Deshalb versuche ich wie eine richtige Lady zu sein. Mit sauberen Nägeln und einem parfümierten Taschentuch. Mein Arzt sagt, wenn ich mich bis Ende der Herdfeuer benehme, schicken sie mich vielleicht nach Hause. Also lächle ich und knickse und bitte nachmittags um Tee, kämme meine Haare, trinke meine Medizin und versuche, die Wärter nicht zu beißen, obwohl sie wirkliche Leckerbissen sind. Was? Ja. Und wen haben wir denn hier? Du heilige Anton Sokolov in subtraktivem Licht. Der schaut aber grimmig aus. Der soll nett sein und sogar unser Freund. Gut. Auf jeden Fall bringt er mal 200 Münzen. Das ist schon mal was wert. Also er ist schon mal was wert in diesem Sinne. Er ist was wert. Er ist was wert. Er ist was wert. Das ist nicht verkehrt. Jo, was allerdings verkehrt ist, ist die Zeit. Weil der Part ist zu Ende. Und das finde ich mehr als verkehrt, weil, die Zeit zu schnell vergeht. Aber wir sind jetzt ein gutes Stück vorangekommen. Und das Schöne ist, wir können hier die Eddermeier verlassen. Wir müssten jetzt alles erledigt haben. Ich habe normalerweise jetzt alle Baupläne. Wir haben Sokolov, einen Hinweis zu Sokolov gefunden. Wir haben zwar nicht alle Münzen, bestimmt nicht alle Bilder, aber schon mal alle Rezepte. Das ist ja schon mal was. Also aus meiner Sicht ist das ja schon mal nicht so schlecht. Oh, ruck. Hüp. Und öffnen. Aufmachen. Klemmer. Entschuldigung. Und so im Großen und Ganzen bin ich ja schon mal recht zufrieden. Wir werden jetzt da hier, das nächste markierte Ziel ist unsere Megan Foster. Wir werden jetzt von ihr verschwinden. Allerdings aber erst im nächsten Part. Somit, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!